Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Tourwas Map zusammen mit Markus. Servus Leute. Und wir haben hier unsere letzten Feldreste, aber schon über 200.000 im Silo und ja. So na, 190.000 haben wir. Ja, aber mit dem Anhänger, was da schon drin ist und so, sollte das schon passen. Weil das wären so circa 300.000, schätze ich, alles zusammen. Pi mal Daumen. 350. Ja. Ich sag 320. Feld 1 ist nämlich auch nochmal sehr groß. Ja, das ist ja ungefähr dasselbe wie Feld 32. Auf so leer? Ja, alle leer geworden. Lass ich den da mal stehen. Schnapp mal gleich nochmal in den Feld. Das restliche Stroh ein. Ja, und dann auch eben zu Pferdewiese am besten. Ne? Ja, ich schau, vielleicht kriege ich, wenn ich gleich alles reinbekomme, dann fahre ich mit dem gleich zum Hof zurück, weil wir wollten ja jetzt gleich mal kurz mal anfangen nebenbei ins Sehen. Ja, das Säen wäre auf jeden Fall mal wichtig, damit wir nicht wieder irgendwann nur noch säen können. Genau. Mag ich irgendwie immer nicht, wenn man so auf eine Sache angewiesen ist. Komm, es geht zwar jetzt wahrscheinlich so schnell. Ich schätze mal eineinhalb Parts circa, ja, wenn alles mal fertig ist. Ja. Ja, Feld 10 und 15, das sind ja im Prinzip immer nur drei Bahnen. Mal Daumen, ja. Nein, es ist schon mehr. Ja, die sind aber nicht viel gefühlt. Breiter als die sind nicht viel breiter als der Drescher. Ja, 1,30 Meter. Und du kannst schneller fahren. Ja, okay. Also es ist schon, es metert schon kräftig. Weil jetzt sind wir dreschen um 6-7 Parts oder sowas schon. Na, ich glaube. Müsste jetzt der 7. oder? So wie mal da. Ich glaube 6. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, wie viel Prozent hast du? Ich habe 50. Okay. So, ich mache jetzt mal ein paar Bahnen. Irgendwie hatte ich keinen Bock mehr auf im Kreis fahren. Hier fährst du da auch, selbst bei den großen, weil fährst du dreimal im Kreis und hast dann irgendwie das Gefühl, dass in der Mitte fast nichts mehr über ist. Soll ich jetzt aber nach links außen halt auf der anderen Seite zurückfahren oder kann ich wirklich abbunkern? Aber ich finde das auch mal wirklich interessant. Hier auf der Kernstadt gibt es ja dieses 80 Hektar Feld. Wenn du, wenn man da mal mit so einer Maschine hier arbeitet. Dann los, dann bist du mal richtig. Auch 2-3 Stunden. Ja. Hört sich. Oder länger sogar. Du musst. Sowas macht doch nachher nur mehr zu Spaß gleich, wenn du zu zweit, zu dritt oder sowas arbeitest. Ja, mit 2-3 schon, das wird richtig Bock machen. 2-3 schon zwei Abfahrer. Oder einen Abfahrer können. Na, ein Abfahrer wird ein bisschen wenig sein fast. Vielleicht einen mit Überladewagen, einen mit Roadtrain oder so. Ja, aber du bringst in die LKW auch nicht viel mehr rein. Ja, halt 60. 60 meine ich, ne? Kommt drauf an. In den Standard. Wenn du das Real nimmst, wären es 40 Tonnen circa. Das bedeutet ja ungefähr 60.000 Liter. Das kommt immer darauf an, wie du es halt einstellst, deine Anhänger. Ja. Aber bis du da am Hof bist oder irgendwo, von dem brauchst du auch sicher 5 Minuten. Na, 2 Minuten. Also ungefähr 5 bis 10 Minuten Wegzeit. Und da dreschen 2 Drescher so einiges weg. Ja. Das sind dann schon richtig wieder Kubik. Ich bin übrigens leer. Ja, ich fahr dann auch mal gleich mit. Dann bringst du nachgleich alles rein. Wahrscheinlich jetzt eh auch schon, aber. Ja, jetzt könnte noch knapp werden. Aber nach der Spur geht es sich auf jeden Fall aus. Ja. Meinst du, wir schaffen den Anhänger noch voll? Glaube ich nicht, ich bin erst bei 56. Okay. Wird zwar nicht viel fehlen, aber. Ein bisschen. Wären schon noch so, weiß nicht. Ich glaube, ich jetzt 5% circa auf der Länge. Drei Längen sind es circa noch, wie mal Daumen. Bedeutet so 70%, 70, 75% würde ich circa haben. So, den Rest sollte ich jetzt aber alleine reinkriegen. Machen wir gleich wieder den Anhänger voll da. Dann können wir nämlich hier
Vielleicht machen wir sogar eine kleine Dreschpause, dann. Oder doch. Müssen. Eigentlich können wir gut weitermachen. Nur, dass wir auch mal so langsam ans Säen kommen. Ja, yeah, ich bin nicht. Kannst du sehen, wenn du willst, gleich. Und ich dresch den Rest einfach fertig. Ja, so können wir es auch machen. Halt nehmen wir auch, glaube ich, den 36 zum Säen, ne? Der, ja, geht eh nichts anderes. Der Johnny wäre ein bisschen sehr untermotorisiert. Wir sind ja hier nicht im Megaprojekt. Ja, da sind wir ja doch teilweise etwas anders unterwegs. Wahnsinnig. Ja, heute, also heute die Aufnahme war schon ein bisschen grenzwertig. Mit den Schlütern vor allen Dingen. Wird das heute, erstens einmal habe ich die Legs gehabt, wieder mal. Und dann habe ich dann den ersten Part, habe ich eigentlich voll gekackt mit der Aufnahme da, weil ich da nochmal ankommen bin. Ja. Und ja. Ich habe eine neue Aufnahmetaste, ich habe nicht mehr, ey. Nach 9 Minuten habe ich nachher den zweiten Bad abgebrochen, weil man dachte, das zahlt sich überhaupt nicht aus. Ja. So, und kriegst alles rein? Ich kriege alles rein, ja. Okay. So, irgendwie, also hier lohnt sich auch kein Schwader mehr bei dem Drescher. Nein, eh nicht. Halt, beim Stroh, das bringt ja nichts. Du könntest mit einem ganz großen, könntest jetzt zwei auf eine Spur zusammen schwadern und das war's ja, dann. Aber ich glaube, selbst das lohnt sich nicht wirklich. Weil sonst. Na, machst du im Prinzip immer noch dieselbe Arbeit. Weil der legt die ja dann ziemlich jetzt so 13 Meter liegen die immer auseinander. Genau. Wenn's ganz gut fährst, 13,70 Meter. Ja, man kann ja immer so ein bisschen Latenz. So, ich würde dich aber jetzt ganz geschwind abfahren gleich. Dass du gleich leer bist. Jo. Mal ein bisschen effizient arbeiten. Klar, muss. Muss alles sein. So. Wenn ich bis ich bei dir bin, bist du schon am Ende des Feldes. Jo. Habe ich mir gerade auch gedacht, als ich nach hinten geguckt habe. Nein. Perfekt. Kannst du schon abkuppeln, normalerweise. Stimmt. Ich kann das Schneidewerk hier den Wagen runter pimmeln lassen. So. Ein bisschen finde ich nervig, dass sich die komische Deichsel so weit reindreht. Nicht auf der einen Seite weiter draußen stecken bleibt. Ja. Und dann in den Boden so reingeht ein bisschen. Ja, die sinkt da einfach so. So, 78%. Ich würde sagen, ich fahre mit dem Hänger jetzt gleich noch zum Hof zurück. Ja. Und dann stellt sie rüber zu Feld 1. Und dann gleich in Richtung Feld 1, genau. Dann werde ich mal den hier zur Straße bringen, den Rest aufladen und wegfahren. Ja, du kannst auch in der Drescher rüberbringen, wenn du willst. Dann hast du ein bisschen mehr Abwechslung. Ja, mal gucken. Weil mit dem Fendt müssen wir ja auch zum Hof zurück. Gleich. Da können wir das. Ja, gleich am Hof verkaufen das ganze Zeug, weil das Stroh. Alter, du siehst auch immer nicht, wie lang diese Deichsel von ja, dem Ding eigentlich ist. Ja, die ist ein bisschen nervig, die haben es ein bisschen schlecht gemacht, finde ich. Vor allem, dass die so unkontrolliert herumschwingt. Ja, es hat keine Kollision, das ist das Problem, glaube ich. Ganz einfach. Bringt der Ringzeug so weit in die Erde rein. Wahrscheinlich hat die keine Kollision, damit die nicht irgendwie hinten am Drescher irgendwo drankommt. Nein, ich weiß, ich glaube, weil sie die sozusagen nicht ausblenden, weil du gleich, wenn du so ausblendest, irgendein Ding, kannst, das ist ja so wie beim Johnny, der Frontlader, hat ja auch keine Kollision da. Nee, hat er nicht. Nein. Gar nicht. Das Problem ist nämlich, du kannst nämlich, wenn du mit dem Skript her, glaube ich, nicht die Kollision ein- und ausschalten. Deswegen sagt er gleich, du kannst nur sagen, ja, das hat Kollision oder hat keine Kollision. Ja. Und wenn es Kollision hätte und ich da wäre, wäre ja blöd. Und jetzt sagen sie dann wahrscheinlich dann, wird das klappt sein, okay, da verschwindet die Stange, er blendet jetzt zwar aus, aber er kann es dann nicht die Kollision wegnehmen. Ja. Weil die zwei Sachen nicht gehen. Halt, es geht nur ausblenden, aber das Kollision kann ich nur davor im Editor sagen, ja, es hat Kollision oder nicht. Das ist gleich, das ist der Hintergrund, warum das so gemacht wurde. Ja, wahrscheinlich. Deswegen sinkt es auch so weit in die Erde hinein. Weil das einfach eindringt. Genau. Weil das ja gar nicht liegen bleiben kann dann. Ärgerlich. So, wir haben jetzt
220, 230, 224.000 Lager. 224.000, das ist schon ordentlich. 100.000 kriegen wir von dem Feld sicher runter. Das sind nur zweieinhalb, halt circa zwei Hänge. Ja, ich würde schätzen, dass ja, wir so auf 320, 330 kommen. Warte mal, ich bin einmal gefahren. Nein, ich bin zweimal gefahren, oder? Ja. Nein, ich weiß es gar nicht. Bin ich zweimal raufgefahren? Ja. Ja, zweimal. Und das da halt. Wir haben da um die 350 kriegen wir raus. Nach am Schluss. Schätze ich einmal so grob. Ja, ich schätze 325. Okay, was kriege ich, wenn ich gewinne? Wenn ich näher dran bin? Du darfst den nächsten Schlepper aussuchen. Schlechte Entscheidung. Nein, Spaß. Also durch Zerion. Eicher. Eicher. Alten, schönen Eicher. Ja, ist eh nicht schlecht. Aber eigentlich nicht mehr zum Gebrauchen. Ja. Bei unserer Größe. Ist auch irgendwie komisch. Also jedenfalls für mich, weil man so am Anfang hier mit Oldtimern rumgegrußt ist und jetzt schon alles so richtig groß ist eigentlich. Klar, Zerion und sowas wird nochmal so richtig einen draufsetzen, aber Drescher geht schon nicht mehr größer. Das ist der größte, glaube ich, gerade am Markt. Größeres gibt's nicht. Das ist schon so der King. Ah, den zweiten brauchen wir auch irgendwann. Ja, vielleicht nehmen wir da aber auch noch einen 77. Oder halt einen mit Doppelüberreifung, aber keinen wieder Terra-Track, glaube ich. Also nicht genau denselben wieder. Ich habe ja gerne mit Doppelüberreifung etwas. Hast du noch das Problem, dass sie ziemlich breit schon wird. Ja. Ich finde, man merkt auch durchaus einen Unterschied beim Fahren zwischen Ketten und. Und die Ketten sind schöner zum Steuern als der. Ich finde, dann merkst du, dass der etwas schiebt, wenn du sehr enge Kurvenradien fährst. So, ich bin da jetzt leider querfeld eingefahren, weil da war auf einmal der Weg aus. Ah, das habe ich auch schon mal, wenn ich schnell fahre, dass auf einmal der Weg so quasi vor mir verschwindet. So, oh. Dann überlasse ich dir mal den Drescher, würde ich sagen. In Ordnung, dann nimmst du sozusagen den Fendt, oder wie? Genau. No? Du hast das. Du hast das Gerät vom Chef. In Ordnung. Ah, erstmal noch ein bisschen filmen. Aber ich leg trotzdem die Sparte ab, das sammeln wir schon rein. Ja, ja, machen wir. Okay. Ich sag mal so, ja, wir haben das jetzt überall gemacht. Auch zum Einsammeln. Genau. Gerade, es geht sich auch nur so halbwegs aus. Ich lade jetzt hier noch das letzte Stück ein. Und verkaufe das auch direkt. Dann stelle ich den Ladewagen oben hin und hole mir die Condor. Ja, du kannst den Ladewagen ja gleich am Boot stehen lassen, auch. Ist egal. Nee, ich hole den direkt zu deinem Feld. Das bringt ja nichts. Da kannst du ja mit dem Johnny tauschen. Ja, aber ich fahre ja sowieso nachher zuerst den Anhänger zurück und holen wir nachher den anderen her. Halt, das kannst du ruhig so lassen. Weil die Konto steht ja auch beim Hof, oder? Ja. Also soll ich jetzt zum Hof fahren und dir den Ladewagen da stehen lassen? Genau, würde ich so sagen. Kann ich machen. Ich glaube, ich sehe ihn vorne. Ja. Und schön ist vor allen Dingen, dass wir wirklich es geschafft haben, 10.000 oder so mit Strohverkauf hinzukriegen. Ja, wenn du rechnest jetzt mal, wir haben da jetzt nochmal sicher 3.000 oder was, was wir rausbekommen. Ja. Oder das 4 ist, sogar. Das ist, kommt vielleicht an die Saatgutkosten ungefähr ran. Ich glaube, dass man sogar mehr verdient. Ja, etwas mehr, kann ich mir auch vorstellen. Aber ist auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen Ausgleich. Und gerade wenn man jetzt mal so kurz vorm Bankrott ist, dann ist das immer so ein bisschen, dass man sich nicht zu weit ins Minus stürzt. Aber jetzt hast du ja ein bisschen was zurückgezahlt, oder? Vom Kredit sozusagen. Nee, habe ich nicht. Nicht, okay. Ich habe gedacht, lass mal alles auf dem Konto. Weil wenn du was, ja, eigentlich steht im Moment nur Saatgut an. Und die nächste große Errungenschaft wird erst mit dem nächsten größeren Verkauf irgendwie getätigt. Ja. Du bist doch jetzt nicht, was man sozusagen als nächstes kaufen, weil man sich eigentlich nicht... Ballentechnik wäre interessanter mal. Ja, Ballentechnik, Schlepper, Kühe. Schlepper brauchen wir auch auf jeden Fall. Ja. Dass wir nicht immer umhängen müssen. Sowas mit 360 PS Summertum sollte man sich schon nochmal kaufen. Ja, schon. Oder 250 oder 300. Also auch mindestens. Schon, dass die Condor damit gezogen werden kann. Das ist auch schon meine Vorstellung. Ja, mindestens. Ja, oder zumindest, dass der Ladewagen sinnvoll ist. Weil das mit den 170 PS, der Ladewagen ist ja auch ein bisschen. Ah, ich will damit schon nicht fahren in echt. Ja, du musst ja auch nicht in echt damit fahren. Das bezahle ich dir auch nicht, dass du das in echt fährst.
Karte. Bekomme ich da hier Geld? Was für ein Geld? Bekomme ich hier Geld? Klar. Wie viel möchtest du? Keine Ahnung. Ein Tausender? Soll ich dir überweisen hier? Hm? Nein. Da kannst du dir einen Profi-Hopper kaufen. Gib ich dir die PGA an. Das würde ich feiern. Was? Wenn du mit so einem Profi-Hopper bei die Web fährst. Vor allen Dingen du. Mhm. Der so richtiger Profi-Hopper-Fan ist. Gib ihn, ja. Einfach die realistische Maschine hier. Aber die Abladeanimation ist wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Ja, ja, stimmt. Aber trotzdem. Nicht schön. Boah, das ist jetzt, das ist echt mal so richtig krass. Wir fahren hier gerade mit einem 53 Tonnen Ladewagen. Wenn ich mir überlege, dass ich da vor einem halben Jahr, hätte ich da nicht geträumt, so ungefähr. Ja, ein halbes Jahr läuft jetzt das Projekt. Krass. Krass. Na, länger, oder? Nö, 380, 382 waren wir jetzt, haben wir heute, als wir aufgenommen haben. Was war 183, ja. Okay. Hey, da haben wir jetzt nachher wahrscheinlich bald ein paar 200, ja. Ja, schauen wir aber heute, denke ich, nicht mehr. Nein, kein Special Part wird das werden. Ich weiß noch nicht. Ich wüsste nicht einmal, was wir machen sollen. Ich würde gerne mal spazieren gehen, aber das ist wieder spazieren? Was. Spazieren? Das mögen wieder nicht alle. Ich guck mir ja gerne die Map an. Vielleicht findest du irgendwelche geheimen Ecken. Die einzige Map, wo ich ehrlich gesagt nicht so wirklich Bock auf Spazieren habe, ist die Westbridge Hills. Doch nichts, die ist uröde. Ja. Finde ich. Das war ein Reinfallen ein bisschen die Map. Klar, es ist eine solide Map, aber toll ist die jetzt nicht. Muss man jetzt einfach mal so sagen. So ein wirkliches Highlight stellt die nicht dar. Gerste machen wir, glaube ich, ne? Nach Weizen. Das wäre das nächste, ja. Gut. Außer du willst was anderes, aber. Nö, mir ist das eigentlich egal. Aber wir haben hier noch nie so einen richtigen, so wie auf der Westbridge Hills, mit den 1,4 Millionen Tonnen, was wir da gehabt haben. Das haben wir hier noch nicht zusammenbekommen. Wir haben immer so auf 300, 400 maximal. Ja. Ja, aber wir wollten hier auch einfach mal so ein bisschen Schwung drin halten. Und wenn du so lange bunkerst, das hat man ja auch gemerkt. Wir haben eine Woche lang nur von der BGA-Maschine gekauft. Und Weizen war jetzt einfach nur gebunkert. Nur von der BGA am Anfang gerade. Ja, im Moment haben wir gar keine BGA mehr am Rennen. Ja, wenn wir gar nichts machen, halt, wir haben ja keinen. Aber wir haben da einen sauteuren Radlader stehen. Ihm eigentlich. Das ärgert mich manchmal ein bisschen, wenn ich so überlege. Aber 100.000, ja klar, wir brauchen den irgendwann auch. Oder dann haben wir ihn schon. Weil ganz ehrlich, wenn du dann wieder gebraucht mit Weidemann shoppen, scheffeln musst da. Wir haben ihn ja auch schon gebraucht am Anfang. Alter, Zeit lang. Aber ich glaube da auch schon nicht mehr so lange, weil wir dann irgendwann gesagt haben, okay. Naja, mit der, wo ich der 32 da gehäckselt habe, glaube ich, da haben wir ihn schon gehabt, schon lange. Ja, also das Maishäckseln, das kam eigentlich. Ja, ja. Da hatten wir, glaube ich, schon keinen. Ich glaube, am Ende vom Grashäckseln haben wir uns den gekauft. So ungefähr. Wir könnten ihn derweil auf den Hof zurückstellen. Ja. Können wir eigentlich Mischfutter schon machen? Nein, können wir nicht. Mischfutter können wir nicht machen, ne? Glaube ich zumindest. Nein, nicht wirklich. Weil uns das Gras fehlt. Okay. Das Heu, und Heu eigentlich. Halt Stroh meine ich und Heu. Als Ballen. Nämlich gerade ein bisschen problematisch. Sonst können wir es nicht einfüllen. Da rechne jetzt gerade der 6 und halt der Anhänger ist mit 4-mal überladen vom Drescher voll. Ja. Schon ordentlich. Was aber auch ordentlich ist, ist unsere Partlänge. Na dann. Tschüss. Ciao.